Hallo, hallo. Heute zeige ich euch kurz eine Möglichkeit, und zwar in Adobe Bridge, wie man eine Metadatenvorlage erstellt. Und zwar nicht nur erstellt, sondern diese auch wiederherstellt. Zwar so in meinem Fall, ich habe den Rechner neu installiert und kam dann leider zu spät drauf, dass ich hier unter Werkzeuge Metadatenvorlage ersetzen, da war nichts mehr drin. Jetzt möchte ich euch ganz kurz zeigen, wie man das ganz schnell wieder erstellt. Und zwar unter Werkzeuge Metadatenvorlage erstellen kann man hier in diesem IPTC Core hier diese verschiedenen Daten eingeben. Ich war allerdings zu faul, hier alles wieder neu zu schreiben. Darum zeige ich euch hier einen kurzen Trick. Und zwar, man markiert einfach ein bestehendes Bild, das man schon in seiner Bilddatenbank eventuell hatte. Hier sind diese IPTC-Core-Daten bereits enthalten. Wenn man jetzt auf Werkzeuge Metadatenvorlage erstellen klickt, sind diese Formularfelder alle schon ausgefüllt und man braucht eigentlich nur mehr anhaken, welche Daten man weiterverwenden möchte oder wiederverwenden möchte. Erstellungsdatum hier ist keine gute Idee. Und so weiter. Diese Felder wählt man einfach aus. So, gibt hier einen Namen dann ein und klickt auf Speichern. Und dann hat man sofort wieder unter Werkzeuge Metadaten ersetzen, hier sofort wieder seine Vorlage drinnen und das bereits aus einer bestehenden Photoshop-Datei oder Bilddatei, wie auch immer. In diesem Sinne, bleibt kreativ. Bis zum nächsten Mal, euer Maxl.